Die Reimanns, süße Hochzeitsnews. Die Glückwünsche häufen sich. Conny und Manuela Reimann heirateten 2003 in Las Vegas. Jetzt freuen sie sich wieder über süße Hochzeitsfotos, es hagelt Gratulationen. Über 20 Jahre ist es nun bereits her, dass Conny und Manuela Reimann sich in Las Vegas das Jawort gaben. Damit besiegelten sie nicht nur ihre Liebe, sondern machten auch den ersten Schritt in Richtung Amerika. Nur ein Jahr später wanderten sie mit den beiden Kindern Jason und Janina nach Texas aus. Jetzt freut sich Manuela wieder über süße Hochzeitsfotos und sendet ihre Glückwünsche. Die Reimanns, ihre Freunde Esther und Jens feiern ihren Hochzeitstag. 2022 wurde Conny Reimann eine ganz besondere Ehre zuteil. Was viele nicht wissen, Conny ist staatlich anerkannter Trauredner. Als Conny und Manus Freunde Esther und Jens sie auf Hawaii besuchten, durfte er höchstpersönlich an Ort und Stelle ihr Ehegelübde erneuern. Der Kultauswanderer zeigte sich dabei von seiner romantischen Seite und fand berührende Worte über die Liebe seiner Freunde sowie ihre Freundschaft zu viert. Dieser bedeutsame Tag ihrer Verbundenheit jährte sich nun zum zweiten Mal und Manuela Reimann repostete eine süße Fotoreihe ihrer Freundin Esther in ihrer Instagram-Story, die unter anderem ein Hochzeitsfoto der beiden mit Conny als Trauredner zeigt. Unter dem Post häufen sich die Glückwünsche. So findet auch Manuela liebe Worte für ihre Freunde Esther und Jens, Happy Anniversary ihr beiden. Ihr seid so ein tolles Paar. Auch ihr Sohn Jason wünscht den beiden alles Gute zum Jahrestag. Wie schön! Diesen besonderen Tag werden gewiss weder Esther und Jens noch die Reimanns jemals vergessen. Auch Conny und Manu planen ihr Ehegelübde zu erneuern. In der damaligen Folge Willkommen bei den Reimanns ließen sie durchsickern, dass auch sie für ihre Silberhochzeit noch einmal vor den Altar treten wollen. Auf die Hochzeitsbilder ihres 25. Jahrestags dürfen Fans also gespannt bleiben.